Ich hatte die Gelegenheit, den Cupra Born bei einer Winterfahrt zu testen. Zum Start wurde er auf 100% aufgeladen. Dann wurde er noch etwas vorklimatisiert. Und so sahen die Anzeigen beim Start im Auto aus. Zwischenstand zum Laden nach etwa der Hälfte der Fahrt. Ich bin immer vorgegebene Geschwindigkeit gefahren, wenn frei war, zwischen 130 und 140. Hier nun die Auswertung zum Schluss. 389 Kilometer mit 96 Kilometer pro Stunde und einem Verbrauch von 25,1 Kilowatt. Und hier die Daten zur Rückfahrt. Etwas schneller gefahren und trotzdem einen geringeren Verbrauch.